Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute bei einer Knopffabrik, ehemaligen Knopffabrik. Jeder, der mich kennt, der weiß genau, wo ich bin. Und was das gibt, das schauen wir uns jetzt an. Hier teilweise ganzen Fenster verbarrikadiert. Überall alles zu. Ich weiß nicht, ob man hier durch den Keller kommt. Ah. Ehrlich gesagt habe ich jetzt keinen Bock darüber zu klettern. Schauen wir einfach mal weiter. Okay, hier scheint nichts zu sein. Nirgends ein Eingang. Jetzt gucken wir, ob ich da reinkomme. Hier war meine Halle, für was auch immer. Sieht natürlich auch mega geil aus mit dem Schnee, der hier so reingeschneit ist. Das Wetter ist ja momentan der Knaller. Ich mag das ja, wenn nichts läuft. Ja, das sieht mir aus wie so Toiletten. Okay. Quasi die Toiletten. Ja, ich habe mir auch überall diese OSB-Fenster genagelt. Das ist alles her. Betreten verboten, Unfallgefahr. Erklär mir mal bitte einer, was das Schild da oben bringt. Guck mal, wie hoch das hängt. Das ist locker 10 Meter. Was blöd ist, das ist ja alles verschraubt, verriegelt. Und verrammelt. Ich weiß noch nicht, wie ich hier reinkommen soll. Ich bin schon einmal hier gewesen. Da bin ich durch diesen Schlitz hier geklettert. Ja. Das ist alles zu hier. Auch hier. Könnte man hier drüber klettern, aber ich will mich nicht an dem Glas schneiden. Ja, ich werde mal versuchen, da hinten rum zu gehen oder da irgendwo reinzukommen. Ich stelle mir echt die Frage, wer macht sich diese Arbeit, schleppt diese ganzen scheiß OSB-Platten bis da oben hin und schraubt alles zu? Wieso? Jetzt, wenn man irgendwie da oben reinkommen wollte, keine Ahnung, man kommt ja nicht mal hier unten irgendwo rein. Das ist so ein Blödsinn manchmal. Ja, so ist das. Ich gucke jetzt nochmal hier vorne. Weil es da wenigstens so aussieht, kommt man durch diesen Anbau in dieses Gebäude hier rein. Sehen. Ich guck jetzt mal. Ja, anscheinend auch nicht. Ich bin jetzt irgendwie im Keller. Das glaube ich ja nicht, ey. Das hier sind die ganzen Knöpfe, Muster wahrscheinlich, die hier mal hergestellt wurden. Ja, Wahnsinn. Dass ich sowas finde, hätte ich jetzt hier nicht erwartet.
Hier liegen auch ein Haufen Unterlagen. Was haben wir denn hier? Ist der noch? Ich glaube, das ist Spanisch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jetzt bin ich hier drin. Wow, ich meine, da die Dachkonstruktion an. Alter. Hier war noch wieder Sprayer. Ich finde sowas ja cool. Mir gefällt sowas ja. Das sieht aus wie eine Heizanlage oder Tank. Ja, schauen wir mal, ob wir da oben irgendwie reinkommen. Heizung, keine Ahnung. Ich mich da nicht so weit aus. Gucken wir mal hier auf dem Innenhof. So eine alte Werkbank mit Schraubstock. Da ist sogar eine alte Dusche in der Ecke. Das wird wahrscheinlich der Heizraum der Firma gewesen sein. Geil das aussieht. Ich schneide hier einfach durch das Oberlicht. Ja, wir schauen mal. Erstmal die Lage checken, ob hier keiner ist. Das ist ja immer das Interessante an dem Ort. Ich laufe jetzt hier durch. Komische verwinkelte Bude hier. Komische Gänge und alles irgendwie verwinkelt. Keine Ahnung. Diese Produktionshalle. Hm.
Hier scheint auch nichts zu sein. Ich will schon mal hier hinten durch. Ja, hier ist auch, glaube ich, der Teil, der damals gebrannt hat. Ja, eine Etage höher, genau. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, weil hier unten ist direkt die Hauptstraße. Deswegen ist es ja auch so laut. Cooles Graffiti. Sehr cool gemacht. Boah Leute, ich habe mich gerade erschrocken. Ich dachte gerade, hinter mir stand einer. Und es war nur so eine blöde Scheißsäule hier, wo ich mich erschrocken habe. Das war Eis. Noch ein Treppenhaus. Ja. Interessant, interessant. Da befindet sich der Teil, der damals gebrannt hat. Dort oben war ich auch schon. Früher mal. Schon ein bisschen was her. Nun ja, es ist aber jetzt halt ein ziemlich großer Lost Place. Und allein hier durchzulaufen, finde ich auch nicht immer so berauschend. Falls was passiert, dann hat man immer einen im Rücken, sag ich mal, der Hilfe holen kann. Aber naja, jetzt gehe ich auch mal alleine. Ja, hier ist damals gebrannt. Wie man sieht, hier die Tür alles weggeschmolzen. Hier, total verkohlt die Decke. Und auch hier verbrannte Sachen. Es war ein relativ kleines Feuer. Jetzt nur auf diese kleine Halle hier beschränkt. Ja, aber ich habe es halt morgens früh gesehen, als ich zur Arbeit gefahren bin. Das war es auch schon. Viel ist nicht passiert. Ich habe hier gerade ein ziemlich lautes Knacken gehört. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade nicht alleine. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt nochmal hier gucken. Das ist aber auf jeden Fall nicht leiser, so wie ich gerade. Mal schauen. Das waren Vögel. Wir sind gerade Vögel. Die sind gegen das Fenster geflogen. Das war das Knacken. Alles klar. Trotzdem habe ich mich erschrocken. Auch toll. Treppenhaus, was im Nix endet.
Was soll ich euch sagen? Außer Pell. Ich würde sagen, das war's hier mit dem kleinen feinen Appy, der allerdings so groß ist. Aber wie gesagt, alleine habe ich einfach keinen Bock, durch so ein Riesengebäude zu laufen. Wenn mal irgendwas passiert oder was ist, dann bin ich halt alleine und kann mir nicht selber Hilfe holen. Deswegen lieber mit zwei Mann oder drei Mann so ein LP fahren, dann geht das schon. Allein ist auch ein bisschen unheimlich, gebe ich ehrlich zu. Obwohl ich keine Angst habe oder so, aber unheimlich ist es trotzdem. Aber wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen da oder kommentiert mir irgendwas. Und am besten aktiviert ihr die Glocke für noch mehr solcher Videos. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!